herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pokémon Nuzlocke mit Miri und Katze von Rio. Ich bin Balui und Monika hat gerade angerufen. Hallo, ich bin Monika. Ne, guten Tag, Bamika. Ich bin's Monika. Ja, fast die richtige Reihenfolge. Wie läuft's denn so? Ja, ganz gut. Ich liebe meinen Deoxys. Aha. Es ist immer mit Feuereifer dabei. Welches ist dein Lieblings-Pokémon? Komm mal vorbei und zeig's mir. Ich weiß nicht mal mehr, wo die Tante wohnt. Zeig ihr dein Pokémon. Sie hat mich auf ein Date eingeladen. Ich finde das nett von ihr. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo wir stehen geblieben waren. Was war der Plan beim letzten Mal? Kann mich einer auf den Stand bringen? Oh ja, der Taste war wichtig. Kinder, ich brauche eure Hilfe. Wo waren wir stehen geblieben? Ich habe keine Ahnung. Kämpfen. Hundi hat sich immer noch nicht entwickelt. Ja, das wissen wir. Hundi wird sich aber diese Season entwickeln. Aha. Running Gag. Vielleicht kann er das gar nicht. Wir sind hier und hier gibt es eine Arena und Balui muss jetzt die Arena machen. Das war die Stadt, wo ihr nicht wusstet, ob wir richtig sind, ob wir dann links oder rechts sind. Hier wohne ich! Nein, du musst in die Arena. Hier wohne ich, okay. Erstmal wissen, wo diese Arena in dieser Stadt ist. Oh nein, da war dieser Turm. Warte. Die Ruinen. Stimmt, waren wir nicht in den... Waren wir in den Ruinen durch? Ja. Hatten wir die Ruinen wirklich durch? Da war noch ein Mist drin. Nein, du musst zu den Hunden eigentlich noch runter. Also waren wir nicht fertig. Ja gut. Ich meine auch, das Katze da irgendwie... In der letzten Folge ist da nicht jemand gestorben. Unser unnützer Pupsi, ja. Jemand Wichtiges. Ja, stimmt. Katze hat wen geopfert. Pupsi an dieser Stelle. Ich will eigentlich gar nicht mehr weiterspielen. Jetzt, wo ich mich dran erinnert habe, habe ich keine Lust mehr. Wenn Katze auch unsere besten Pokémon immer sterben lässt. Eine sehr traurige Geschichte. Eine sehr traurige Geschichte, ja. Äußerst traurige Erdbeere. Ich hoffe, du schämst dich auch noch dafür. Nö, in keiner Art und Weise. Louis steht 5 Jahre am Holz und meinst es nicht weiter, oder was war das? Das sind die legendären Hunde. Du musst jetzt gegen die kämpfen, ja. Ich muss wirklich gegen die kämpfen. Ja, und die greifen dich jetzt gleich an, wenn du da runterläufst. Es ist aber ein spezieller Kampf. Es ist erst ein Tag-Team-Kampf und danach kommen sie alle ja. Ich wusste nicht, dass Hunde blim, 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 blim machen. Das hat mich... Sind es nicht auch legendäre Katzen? Ja. Eusi. Hast du das gesehen? Nee. So Kuhn ist wie ein geölter Blitz direkt an dir vorbeigerannt. Beinahe 10 Jahre verfolge ich sie schon, aber aus solch einer Nähe habe ich dieses Pokémon noch nie gesehen. Ich bin überwältigt. Der Moment, wenn man Stalken mit Wissenschaft rechtfertigen möchte. Aber Suicune war eindeutig darüber im Klaren, wer du bist. Das Pokémon aus der Legende von Teak City nähert sich angeblich nur demjenigen, dessen Stärke es auch anerkennt. Ich sollte in Zukunft wohl auch versuchen, etwas energischer auf Suicune zuzugehen. Genau wie du. Ja, mein Auftritt war sehr energisch. Also gut, Mika, man sieht sich. Aber Hundi... Das wäre jetzt nicht das erste Wort gewesen, aber ja. Aber Hundi... Es ist fort. Ach, ein Aber. Abla. Wird sie eh wegteleportieren, wenn ich es angreife. Hui. Aber hier, wir versuchen es mal. Geht Verfolgung auch darauf, wenn es abhaut? Nein. Schade, wäre lustig. Es geht weg und wird noch nachträglich verfolgt und wir teleportieren uns ein, wohin es selber teleportiert wird. Ich erweitere die Spielregeln und ihr seid total unkreativ, dass ihr da nicht mitmacht. Yay! Hallo, was tust du? Ich gucke noch, was hier noch gibt, aber hier gibt... Ah, da oben geht's weiter. Da gibt's nichts mehr, aber okay. Weiß ich ja nicht, war hier noch nie. Woher soll ich's wissen? Ich war wirklich noch nie. Ich habe diese Generation nie gespielt. Leiter musst du hochklettern, bist du doof. Oh, süß. Warum haben wir das nicht? Wir haben dafür ein anderes krasses Pokémon da gefangen. Nein, dann bin ich. Haben wir da gefangen. Wollen wir Carpado nach vorne tun? Also stirbt, okay. Ich hätte kein Problem damit, wenn Carpado stirbt. Andere Leute lassen ja auch Superfische sterben. Also Pupsi sterben. Dass das so hingenommen wird, finde ich nicht okay. Sag doch. Pupsi ist tot. Ja, genau. Das ist so eine traurige Geschichte, oder?
Ja, aber solange du kein Phönix bist, helfen deine Tränen auch nicht, das wieder zu beleben. Ich glaube, Tränen eines Phönix können nicht wiederbeleben, aber egal. Tränen eines Phönix haben heilende Eigenschaften. Ja, das schon. Oder will jemand kämpfen? Heilend, aber nicht wiederbelebend. Hey, keine Panik, Junior. Wenn jemand weiß, wie gefährlich es ist, mit Feuer zu spielen, dann sind das wir Feuerspucker. Na, spuck los, Reikwasser. Und er hat Wasser-Pokémon. Hallo, hey. Herausforderung Sailor Jasmin. Warum heißen die eigentlich irgendwie? Ah, ha, viel Spaß. Ach, du Scheiße. Gut, dass Superfischi keine Feuerattacke kann. Oh. Aber einen Flugangriff kann er. Ja, wow. Mal gucken, wie viel Schaden es macht. Ach, okay. Okay. Jetzt kommt das Erdbeben. Ah, ne. Glück gehabt. Dass wir kein Feuer haben, ist schon so eine... Ah, ja, schön. Wär, also, schön. Das gut, Problem das ist, es wird auch kein Feuer mehr lernen. Ja, doch, ja, nee. Es verwandelt sich vorher noch, ne? Welches Level? Es entwickelt sich, aber okay. Ja, sag ich ja. Aber welchem Level entwickelt es sich? Ich habe gesagt, es entwickelt sich vorher. Du hast gesagt, es verwandelt sich. Ich weiß ja, nicht, was verwandeln. Entwickeln. Ein Bidifas ist ein Normal-Pokémon. Wasser. Wasser? Oh ja. Dann war oh das ja, das wusstest du. Nein, mach doch so Kampf weiter. Okay. Aber wenn es Wasser attacken kann, dann tut es weh. Okay. Aber es ist auch normal. Ja, das ist zumindest eine Schwäche. Es hat schon mehrere, wenn es Wasser noch zusätzlich ist. Ja, ist jetzt gut. Könnt ihr mal aufhören? Also, ihr redet schon wieder von oben auf mich herab. Das ist nicht nett. Du versuchst es halt nicht mal besser zu machen, manche Sachen richtig zu sagen. Ich rede, wie mir der Mund gewachsen ist. Ja, aber man kann ja wenigstens richtige Begriffe benutzen. Ja, wenn sie mir immer einfallen würden, klar. Ja, siehst du, du gibst dir nicht mal Mühe. Du kannst ja eine Begriffsstutz Vokabelliste schreiben oder so. Ja, Pokémon, wir können dann ein Pokémon-Vokabelbuch. Wir machen jetzt einen Pokémon-Aufnahmen-Vokabeltest jede Woche. Ja. Du kriegst am Ende der Aufnahme kriegst du eine Liste aus Wörtern, die du lernen musst. Danke für den heißen Kampf. Und am Anfang der nächsten Session musst du dann immer deinen Vokabeltest machen. Da muss ich mir so ein Karteikärtchen-Ding bauen, wie aus der Schule, wo man... Ja, genau. Oh, Zauberasche. Oh, Zauberasche. Feurio, das ist noch ein Feuermagier. Musst du aufheben, damit kannst du zaubern. Übe in der Turmruine das Feuerspucken. Mach das nicht zu Hause nach, Kinder. Ja, ich würde das in dieser Ruine auch machen. Wo schon eh alles abgefackelt ist, was soll's. Und Sailor, Pi. Es ist normal, auch normal, ne? Nee, das war Geist. Wasser. Ihr seid scheiße. Ganz schön. Irgendwie können wir froh sein, dass gerade schön genannt. Superfischi noch stark genug ist für alles. Röchelqualm. Heißt es jetzt, geht die Arena, ne? Aber ich will eigentlich nicht Arena machen. Haben wir Stärke? Ja, ne? Ja, das ist aber der Zertrümmerer, den du brauchst. Oh, ja, haben wir Zertrümmerer? Ja, haben wir. Unser Tuska kann das anscheinend. Oh, wann haben wir Tuska gefangen? Ich weiß es gar nicht mehr gut zu wissen. Das hat mich gefangen, wenn ich mich nicht täusche. Ah! Hast du gut gemacht. Das ist ein gutes Tuska. Das hat sich gelohnt, für die Beere hier hinten hinzulaufen. Hätte auch ein Meisterball sein können. Ich hätte es. Jetzt gucken wir erstmal an, was wir für Pokémon haben, damit wir auch überhaupt umstand sind. Wir haben noch ein Feuer-Pokémon, wir haben Superfisch, wir haben Hundi, Brutzel und Dumnus. Und wir haben nur zwei High-Levelige Pokémon. Das ist echt. Ah, nee, Dumnus wird Blauli gefangen haben bei dem Namen. Ja. Ihr mich auch. Aber wir haben zweimal Superfischi. Ja. Das ist ein bisschen dumm. Ab wann entwickelt sich Magneton? Oh, 30 oder sowas? Boah. Ich glaube, irgendwas in die Richtung. Ich glaube, es ist so. Das wäre so ein 24er Pokémon. Cameron kann sich nicht mehr entwickeln. Ich dachte, es wäre hoch, aber kann auch niedrig sein. Ich habe gar keine Ahnung. Du bist da der Spezialist. Ich gucke nur ganz kurz mal nach, um recht zu haben vielleicht. Guck auch nach. Level 50. Level 30.
So ein Angeber, oder? Ohne weißt du, da hat Miri einmal recht, ne? Einmal hat Miri recht. Ich finde das schön, dass die komplette Vollbildvariante von Discord jetzt bei der Bildschirmübertragung trotzdem noch rechts diese drei komischen Dinge ja, hat, das ist nicht richtig mehr Vollbild super. Ist. Ja, das macht richtig Spaß so. Vielen Dank für dieses Update an der Stelle. Danke Discord, dass sie in der Corona-Krise die Leute, die Menschen zu Hause lassen und die Programmierer an Affen ersetzt haben. Das ist unglaublich. Kann man sowas Dummes machen? Ist das hier die Arena? Das sieht eindeutig aus wie eine Arena. Bist du oh ja, oh, ein Theater. Oh, Blauleder ist unsere Lass Lieblingsfreundin. Lass endlich dieses langweilige Gezappel und leg mal einen anständigen Hula aufs Parkett. What? Dürfte ich euch gnädigst darum bitten, eure Zwischenrufe einzustellen? Was soll das heißen? Hat das Publikum etwas nicht das Recht, selbst zu bestimmen, was es sehen will? Ja, nein. Genau, wie auf YouTube. Hey, spiel mal wieder Minecraft. Ja. Soll ich euch mal zeigen, wie man das richtig macht? So gut. Also cool. Ich will es jetzt nicht sagen, aber dass kein anderer tut, der dreht durch. Er dreht am Rad, dreht. Ja. Wenn ich nicht so Bauchschmerzen hätte, würde ich dem Typen bei dir beibringen. Was bildet sich der Kerl von Team Rocket eigentlich ein, meinem Kimono-Girl solchen Ärger zu bereiten? Du bist ein Trainer, oder? Dann rette sie gefälligst. Rette sie, Baloi. Wie kann man das eine Kimono-Girl bleibt so antun? Die Jugend von heute ist einfach fürchterlich. Ja, ich rette ihn, ja. Hallo, hör mal auf damit. Hä? Was soll das werden? Stellst du dich wieder bei mir in den Weg? Ja, eigentlich hast du dich hinter ihn gestellt, ne? Ja. Ich rette jetzt das Kimono-Girl. Oh, wow, der hat ja viele Pokémon. Nevermind. Ein Quasar. Oh, Baloi. Da hat ja nicht viele Pokémon. Ist das Wasserdrache? Das ist Wasserunlicht. Das ist Wasser. Ist nicht Unlicht? Jetzt for real? War nicht ich glaube die, nicht. War, ich war glaube, nicht es ist nur Wasser. Von Unlicht? Und Impergator dann auch? Jetzt bin ich aber interessiert. Das möchte ich wieder wissen. Ein Impergator auf Level 12. Was zum Geier? Ja, gut. Ist hat sich früh entwickelt. Krass. Ah, es ist ein, ja, es ist das sieht halt so krass aus, aber es ist halt nur Mist. Wer will schon ein reines Wasser-Pokémon? Niemand. Ich weiß noch, wie ich damals Pokémon-Karten-technisch mein Impergator gekriegt habe. Ein Holo-Impergator damals. Das war super krass. Oha. Und da hast du dich richtig drüber gefreut. Da habe ich mich richtig drüber gefreut und die wollte auch immer jeder haben. Na. Und ich habe so oft mit der Karte Klatschen gespielt. Wisst ihr, was Klatschen ist? Nein. Ja. Ja? Okay, muss ich mir erklären. Hallo, was machst du musst klatschen? Musst du nicht erklären, wir wissen alle Bescheid. Ich bin wohl doch nur eine Schmalspur-Ganove. Oh nein, ich habe ganz vergessen, dass wir gleich mit der Durchführung unseres täuschenden Plans beginnen. Wenn rauskommt, dass ich hier faulenze und mich aufhalten lasse, dann bin ich glatt wieder ganz unten als Schuhputzer anfangen. Ich muss hier auf der Stelle weg. Tschüss. Das ist nett. Willst du vielleicht noch eine Quittung? Oh, guck mal, Julian ruft an. Ja, wichtig. Julian, das ist der, der das Guten Tag, Radio Mika. Platt gemacht hat. Nein, das Kokuna. Julian im Apparat, wie geht's? Erinnerst du dich noch an mein cooles Golbat? Nee. Mein Golbat ist nicht irgendein dahergelaufenes Golbat. Mein Golbat ist etwas ganz Besonderes. Quasi das Golbat schlechthin. Verstehst du, was ich sagen will? Trotzdem nicht. Das heißt, das angerufen. Ist der Radfratz-Typ, aber er hat jetzt einen Golbart und heißt das Julian. Ist, das ist dieser verrückte kleine Junge. Das war wirklich beeindruckend. Ihr seid gutmütig stark und ihr versteht euch ausgezeichnet im Training von Pokémon. Ich wusste einfach, dass ihr mich euch nicht enttäuscht hat, Toho, aber ich führe wieder Selbstgespräche. Hör mir am besten einfach nicht zu. Hier. Ja, dann ist es erst ein Selbstgespräch, wenn wir nicht zuhören. Das war wirklich meisterhaft. Beherzte junge Leute wie dich sieht man nicht alle Tage. Hier das ein kleines Dankeschön, nur keine falsche Bescheidenheit. Nimm es ruhig an. Oh, weißt du, was das ist? Nein. VM03-Surfer. Hui. Lol. Also das war Pflicht, dass ich den Kram hier machen musste, oder? Naja, ich bin ja nur Moment, durch, wenn du absaufen willst. Nur aus Spaß reingegangen. Mann, dann müssen wir mal gucken, kann das überhaupt einer was auf Pokémon lernen? Superfischi könnte es lernen, vielleicht. Oh nein. Aha, wenn es sich entwickelt. Aber ansonsten, Pupsi. Das safe in Wasser-Pokémon? Mit Pupsi. Wenn Pupsi jetzt noch im Team wäre. Tja, das heißt, wir müssen Superfischi entwickeln, oder?
Ja, und dann? Die randomized Entwicklung. Du erinnerst dich? Das heißt, wir müssen ein totes Pokémon wieder mitnehmen, damit das geht? Nee, müssen wir nicht. Wir können auch ein lebendiges mitnehmen. Du kannst Superfishy gegen Meryl austauschen. Das war nämlich noch nicht tot. Das liegt nur in der Box. Also das können wir sogar legit mitnehmen. Und das können wir, glaubst du, surfen lassen. Okay. Das Billy Let's Play, genau. Das Bill-Lagerungssystem. I'm Meryl auf Stufe 7. Das ist. Aber ist für dich okay, dass dafür Superfishy rausfliegt? Ja, ja, ne? Das ist in Ordnung. Superfishy wird seinen Moment zu scheinen bekommen. Wir hätten es in der Pension abgeben können, bis es Max-Level hat. Das wäre doch gut gewesen. Bis 99 in der Pension lassen, dann trainieren wir es um ein weiteres Level nach oben. Bei Level 100 entwickelt sich es zu einem Raupi. Das wäre ein Hardstack-Raupi auf Level 100. Das könnte sich nie wieder entwickeln. Ja, das wäre gut. Das ist richtig gut, ja, Leute. Das soll es gewesen sein. Ja, wir haben ein Kimono-Girl gerettet und uns dem legendären Pokémon in den Weg gestellt. Guckt morgen gerne bei Miri vorbei, da gibt es die nächste Folge. Danke fürs dabei sein, macht's gut und bleibt schön feurig. Tschüss. Bye. Tschüss.